mich mitten in einem Wachstumsschub. Dad! Wo ist hier was zu essen? Ist nichts mehr da? Waren wir nicht gerade einkaufen? Das waren wir vor 2 Wochen. Moment, nein, vor 3 Wochen. Dad, was sollen wir denn jetzt bitte schön frühstücken? Obst. Ist voller Ballaststoffe. Dad, das kann so wirklich nicht weitergehen. Als Mom noch da war, ist das nie passiert. Tut mir wirklich leid, Kinder. Ich werde mich bessern, das verspreche ich. Na super. Wieso? Dad hat es schon schwer genug, auch ohne dass du Mom ins Spiel bringst. Ich habe was wirklich Fantastisches entdeckt. Jetzt muss die Geschichte der Meerjungfrau neu geschrieben werden. Nein, das ist die Geschichte der Meerjungfrau. Wovon faselst du da, Louis? Hiervon. Ein Märchenbuch? Ein Buch über die Meerjungfrauenmythologie. Erschien 1908, limitierte Auflage. Ich habe es im Internet gefunden. Das Tollste ist, es ist total seriös. Das ist ein Kinderbuch. Nein, es ist ein Meerjungfrauenhandbuch. Klar, ein Handbuch mit dem hübschen kleinen Bildern zum Ausmalen. Natürlich sieht es aus wie ein Kinderbuch, aber das ist doch nur Fassade. Wie könnte man sonst was über Meerjungfrauen veröffentlichen? Louis, hör auf zu träumen. Was denkst du? Es hat so einen eigenartigen Geruch nach Moder, das ist doch immerhin was. Es gibt ein ganzes Kapitel über Zauberkräfte. Wie man sie kontrolliert, verstärkt, sich neue aneignet. Wunscherfüllung. Ja. Das ist ein spezieller Trank, der verleiht die Macht, Wünsche zu erfüllen. Ziemlich cool, oder? Ja, cool. Womöglich hat Louis ja recht. Wenn nun stimmt, was da drin steht, vielleicht haben wir die Macht, Wünsche zu erfüllen. Es gibt sogar ein Rezept für den Trank. Wünsche erfüllen? Oh, komm schon. Hör zu, Cleo will es doch nur mal versuchen. Was ist daran schlimm, Leute? Louis, was hast du gesagt, um sie so zu beeinflussen? Er hat gar nichts gesagt. Ich denke nur, das könnte wirklich nützlich sein. Kommt schon, Leute, mir zuliebe. Okay. Hervorragend. Okay, ein paar der Zutaten sind schwer zu beschaffen. Tiefseealgen, Pilze, 3 verschiedene Sorten Algenblüten. Hey, ich brauche echt eure Hilfe. Das überlassen wir Cleo, findet ihr nicht? Emma, ich muss dringend mit dir sprechen. Schlechte Nachrichten. Wieso? Wir machen weniger Umsatz. Auf der anderen Seite des Hafens hat ein neues Lokal eröffnet. Ich muss womöglich schließen. Aber du kannst nicht aufgeben, du musst was unternehmen. Ich dachte, das hätte ich. Ich habe jede Menge Geld in die Renovierung der Bar gesteckt. Aber der Umsatz ist dennoch lau. Mach Werbung. Zeig den Leuten, wie toll der Laden ist. Mit einem Werbespot im Fernsehen. Das kann ich mir nicht leisten. Doch, kannst du. Etwas ganz Simples mit einer klaren Botschaft. Und um Geld zu sparen, führst du selbst Regie. Ja, das ginge. Und du könntest darin auftreten. Was? Sei einfach morgen früh hier, wenn dir was liegt an deinem Job. Furchterregend bin ich doch nicht. Nein, ich war nur auf andere Dinge konzentriert. Auf was? Oh, dieses Projekt, an dem ich arbeite. Für was für ein Projekt braucht man denn Algen? Das ist kompliziert. Hat es vielleicht zufällig was zu tun mit diesem Buch, was du verschlingst? Welches Buch? Es gibt kein Buch. Doch, ich habe dich in der Schule damit gesehen. Nicht, dass ich dir nachspioniere oder so. Das Zeug ist bloß für meine private Sammlung. Manche sammeln Briefmarken, bei mir sind's Algen. Zwei
Löffel Goldalgen. Eins, zwei. Ein Seegrasbüschel und eine halbe Tasse Meerespilze. Und jetzt? Jetzt brauchen wir noch etwas Zauberei. Lasst doch mal kurz eure Kräfte spielen. Wir alle und dann noch auf einmal? Ja. Das haut doch sowieso nicht hin. Versucht es einfach. Keinerlei Wirkung. Noch nicht. Ihr müsst es auftragen aufs Gesicht. Louis, ich werde mir auf keinen Fall dieses schmierige Zeug ins Gesicht schmieren. Es stinkt. Ohne Opfer kein Erfolg, Leute. Schön, ich mache es. Wenn du dann still bist. Okay, dann mal los. Jemand muss sich was wünschen. Ich wünsche mir eine Pepperoni-Pizza ohne Anchovies. Ich doch. Totale Zeitverschwendung. Vielleicht war das Rezept falsch. Kann ich für alle Fälle was mit nach Haus nehmen? Klar. Hey Emma, ich lass das mal über Nacht hier stehen, für den Fall, dass es sich noch setzen muss. Es muss aber gleich morgen früh weg sein. Das wird es. Tut mir leid, dass es nicht geklappt hat, Cleo. Was ist mit mir? Wo bleibt die Entschuldigung bei mir? Schließlich hast du auch meine kostbare Zeit verschwendet. Ricky, wir sprechen uns später noch. Wir sprechen uns später noch? Ich sagte doch, totale Zeitverschwendung. Verschwinde. Wie lange kann es dauern zu baden, Tja, wenn Cleo? Du mich so anschreist, dauert es sicher noch länger. Du wirst schrumpelig. Wieso kriegt sie nur immer alles, was sie will? Wieso ist sie die Königin des Badezimmers? Einmal. Ein einziges Mal. Wünschte ich, dass ich duschen kann, wenn ich es will. Es funktioniert. Was funktioniert? Das Wunschmittel. Kim hat einen Wunsch und ich habe ihn erfüllt. Bist du sicher? Ja. Im Buch wird eine Sache nicht erwähnt. Man muss Meerjungfrau sein, wenn jemand sich was wünscht. Oh, aber klar. Wow, das ist ja irre. Ich weiß. Wir können uns alles wünschen, was wir wollen. Ja, alles. Und was würdest du dir wünschen? Ich denke, ich würde mir wünschen, dass alles wieder so ist wie früher. Ehrlich? Ja, wir alle vermissen Mom wirklich sehr. Oh, ja. Klar.
Pam, was gibt's? Was? Okay, ich bin in einer Minute da. Ich muss jetzt los, verwende nichts mehr von den Mitteln, ja? Louis, das ist allein deine Schuld. Dein dämlicher Pilz wuchert völlig unkontrolliert. Das ist interessant. Interessant? Das ist nicht interessant, das ist eine Katastrophe. Nein, ich meine, die Portion, die Cleo mitgenommen hat, ist okay. Wieso hat das Zeug hier drinnen angefangen zu wuchern? Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, jemand hat es erhitzt. Ricky? Ehrlich, nur ganz, ganz kurz mal. Außerdem ist das dein Pilz, das schiebst du mir nicht in die Schuhe, Louis. Ricky. Louis, was sollen wir denn jetzt tun? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Komm schon, funktionier! Dad? Ist alles in Ordnung? Ja. Was? Nein, manchmal funktionieren die Dinge einfach nicht, ganz ohne Grund. Ich verstehe dich. Das tun wir alle. Willst du drüber sprechen? Ach, ich will dich nicht mit meinen Problemen belasten, Prinzessin. Das ist keine Last, Dad. Dafür hat man eine Familie. Es ist nicht einfach, weißt du? Es gibt so viel zu tun. Meine Arbeit, du und Kim, ich habe irgendwie nie genug Zeit. Jetzt, wo Mom weg ist. Ich weiß. Und wünschst du denn manchmal, es würde anders sein? Oh, natürlich. Aber ich tue mein Bestes, Cleo. Ich werd's schon packen. Ja. Ich denke, das wirst du. Nein, Em, bloß nicht. Durchs Putzen werden Sporen freigesetzt und mehr Sporen bedeuten mehr Pilze. Toll, was dann? Louis, sag, dass du eine Theorie hast. Du hast doch immer eine Theorie. Ich hab eine Theorie. Wieso verheißt du es nicht? Nein, ich glaube, das ist keine gute Idee. Im Buch steht, man muss alle Kräfte gleichzeitig einsetzen. Louis, dein Buch hat uns schon genug Ärger eingebracht. Komm schon. Das war's. Jetzt wächst es bloß schneller. Gut gemacht. Dad? Alles in Ordnung, Mäuschen? Ja, ich wollte dich nur mal was fragen, weißt du? Mhm. Wenn du dir schlicht alles auf der Welt wünschen dürftest. Was würdest du dir wünschen? Aber wenn ich dir sag, geht's nicht in Erfüllung. Tja, dann verrat es mir nicht und wünsch dir einfach was. Na schön. Ich wünsche dir... Hast du's getan? Ja, hab ich. Er wird sich erfüllen, Dad. Ich weiß es genau. Das wäre wirklich schön. Louis, was sollen wir denn jetzt tun? Es wird schlimmer. Er stinkt furchtbar. Das ist der Pilz. Oh oh. Was ist? Ich glaube, du hast Kundschaft. Wieso ist das Juice-Net-Café denn geschlossen? Inventur kann den ganzen Tag dauern. Oh, das ist blöd. Ich hatte mich echt gefreut auf einen Preiselbeermix. Die können mir sicher einen zum Mitnehmen machen. Nein, ich meine, ja, können sie, aber ich hole ihn für dich. Du kannst dich ja schon mal hinsetzen. Gibt es eventuell einen Preiselbeermix? Louis, Säfte zu servieren kommt heute wohl nicht in Frage, denkst du nicht? Leute, man kriegt hier langsam schlecht Luft. Sie sollte sich dem möglichst nicht länger aussetzen. Das heißt? Wir müssen hier raus, Leute.
Mein Buch! Louis, vergiss doch dieses dämliche Buch! Ich bekomme doch nie wieder diesen Pilzgeruch aus meinen Haaren. Hey, was ist mit dem Preiselbeermix? Wartezeit ist 30 Minuten. Dieser Pilz wird ja alles da drin verschlingen. Was sollen wir denn los machen? Ich weiß nicht, aber wir müssen uns was einfallen lassen. Wilfred, er dreht heute seinen Werbespot. Hat dich vergessen. Emma, ich hoffe, du bist bereit. Nicht so wirklich. Können wir den Dreh verschieben? Nur, wenn du die beiden dann erneut bezahlen willst. Na los, Emma. Du bist das Gesicht des Juice-Net-Cafés. Es geht los, Leute. Warte. Ich habe eine tolle Idee. Wieso fangen wir nicht an, hier draußen zu drehen? Die Sonne, das Wasser. Das ist das, was die Kunden ja so lieben. Ja, super. Hallo. Liebling, wie geht's dir? Klar. Ich komm vorbei. Bis gleich, Schatz. Das war Kim. Sie hat mich gebeten, sie abzuholen von Lucy. Ach, ich hab gedacht, es wäre jemand anders. Wer denn? Dann bis später, Prinzessin. Ja, bis nachher. Hallo, Mom. Luis, ich erwarte gerade einen ausgesprochen wichtigen Anruf. Das Café ist was? Diese Smoothies sind super. Kat! Es heißt sensationell. Oh. Diese Smoothies sind sensationell. Tut mir leid. Können wir den Take wiederholen? Kann mir jemand meinen Preiselbeermix bringen? Heute noch? Ich hol ihn dir. Dreht ihr inzwischen weiter. Nein, ich hol ihn. Luis, mach du weiter. Was? Was soll das? Wir müssen einen zufriedenen Kunden zeigen. Na schön, auf geht's. Okay, was ist meine Motivation? Trink einfach den Saft und sieh zufrieden aus. Action! Cleo, hier, halten Sie den mal, ja? Cut! Hast du noch was von der Mischung? Nicht viel, ich brauchte so viel für meinen Dad. Okay, es muss reichen. Wir müssen versuchen, das Zeug von ihr wegzuwünschen. Und lass ja keinen rein. Das ist ja wohl klar. Beeil dich. Rühr ja nichts an, Cleo. Keine Angst, ich gehe da nicht mal näher ran. Oh, und versuch möglichst nicht zu atmen. Luis! Es wäre nett gewesen, wenn du mich gewarnt hättest, Luis. Oh nein. Was ist? Die Mischung, sie ist weg. Was war das? Was war was? Das Geräusch, das kam doch von drinnen. Das müssen Luis und Cleo sein. Sie sind da doch gerade reingegangen. Wilfred, warte! Wir können den Take jetzt drehen! Wilfred! Sie muss hier irgendwo sein! Mach auf, Louis! Ich weiß, dass du da drin bist! Emma, deine Schlüssel. Meine Schlüssel? Klar. Wo habe ich sie nochmal hingetan? Da ist sie. Das ist sie. Scheint doch okay zu sein. Mach auf, Louis. Louis, schnell. Jetzt lass uns hoffen, dass es für einen letzten Wunsch reicht. Wäre ziemlich schön, wenn wir uns jetzt was anderes wünschen könnten. Was denn? Irgendetwas Besseres, als einen dämlichen Pilz loszuwerden. Was würdest du dir denn wünschen? Das weißt du, Cleo. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ich wünsche mir... meine Schlüssel.
Ich weiß, irgendwo hier müssen sie sein. Was ist das in deiner Hose? Was meinst du? Oh, danke, Charlotte. Was ist hier los? Ich mach nur einen Saft. Dein Preiselbeermix. Oh, danke. Wurde auch Zeit. Gut. Tja, dann bauen wir uns mal hier auf. Kannst du noch ein paar Säfte machen, Emma? Klar, mach ich. Wo ist denn der Kram hin? Da muss sich jemand was gewünscht haben. Cleo, du hattest recht. Mein Wunsch ist wahr geworden. Wirklich? Oh, Dad, das ist toll. Ich freue mich unglaublich für dich. Und wo ist sie? Wo ist wer? Mom, natürlich. Wovon redest du bitte? Wovon redest du bitte? Vom Fischfinder. Mein alter war kaputt. Als du sagtest, wünsch dir was, habe ich mir einen neuen gewünscht. Jetzt habe ich ihn. Er hat ihn bei einer Tombola gewonnen. Ja, unten am Hafen. Heute muss mein Glückstag sein. Ist das nicht toll? Du hast dir einen Fischfinder gewünscht? Dad, gibt es denn im Leben nichts Wichtigeres als Fisch? Zum Beispiel? Na, Mom, natürlich. Ich dachte nur, wenn du einen Wunsch hättest, würdest du dir wünschen, dass Mom zurückkommt. Okay, Kinder. Kommt her. Eure Mutter und ich waren zusammen nicht glücklich. Jetzt ist sie es. Sie hat sich ein neues Leben aufgebaut. Ihr könnt sie besuchen, und zwar wann immer ihr wollt. Ja, das wissen wir. Und um ehrlich zu sein, ich hätte sie liebend gern zurück. Aber sie wäre nicht glücklich mit mir. Mag sein. Aber was ist mit deinem Glück, Dad? Er ist zufrieden. Oder, Dad? Und ob. Ich hab doch euch, oder? Ja. Ja.